Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio-CD.at. Heute ist Donnerstag, der 14. März 2024 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD. Heute ist es mir ein großes Anliegen, diese Folge um 13.59 Uhr und 26 Sekunden oder ganz nahe dran rauszubringen. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. Here's Market and Me, podcasting for equity. With only B&B. Hey, ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseparty im März ist präsentiert von Wienerberger und B2MS, dem Veranstalter des Börsentag Wien am 6. April in Wiener Austria Center. 3.400,71 Punkte jetzt um 12.59 Uhr, als ich es einspreche. Und das ist ein Minus von 0,03% für den ATX. Gewinner-Verlierer aus dem 39 Titel umfassenden Private Investor Relations Universe. Das ist die Frequenz. Ist heute vorne mal bei den Gewinnern mit 2%. Dann die Immofinanz mit 1,6%. Die sind fast schon wieder bei den 23 Euro bei dem letzten Abfindungsangebot oben. Also eine gute Sache für Anlegerinnen und Anleger, die da wieder reingegangen sind, nachdem sie vielleicht angenommen hatten. Und dann auch noch die CA Immo gesucht mit 1,1%. Also guter Tag für die Immobiliengesellschaften. Günstiger gibt es heute die Addiko Bank, die zuletzt aber stark war, mit minus 1,9%. Und beim Geldumsatz sieht es zu Mittag so aus, dass wir die CA Immo vorne haben mit 7,4 Millionen Euro und der Zahlenleger der Verbund mit 6,7 Millionen. Ja, heute ist der 14.3. in der englischen Schreibweise 3.14 und das ist der Pi-Tag oder wie die Amerikaner sagen, Pi-Day. Da gibt es mehrere Dinge, die rund um diese Kreiszahl Pi da herumschwirren natürlich. Und ich habe 13.59.26 heute als Ziel für diesen Tag. Da geht es um die weiteren Kommastellen hinter dem 314, 15, 9, 2, 6 und so weiter. Das ist für mich eine spannende Sache. Und die Amerikaner, die sagen auch Pi dazu, weil Pi ist für Kuchen. Und da gibt es einen Kuchen mit 20 cm Durchmesser, der hat Pi Quadratdezimeter Grundfläche. Und es ist witzig, der 14. März, das ist auch der Geburtstag von Albert Einstein und der Todestag von Stephen Hawking. Und insofern ist es damit auch der internationale Tag der Mathematik geworden. Allzu viel herumrechnen haben wir nicht müssen in den ersten zwei Monaten an der Wiener Börse. Es ist ein ganz enger Korridor, ganz leicht im Year-to-Date-Minus. Es ist eine Belebung, die wird schon mal kommen wieder und hoffentlich in die richtige Richtung nach oben. In Deutschland sehen wir ja steigende Kurse. Heute gibt es Zahlen vom Verbund und die sind sehr gut und auch mit einer guten Botschaft versehen, dann Bottomline für 2023, das erwartet gute Ergebnis, 42,1% höheres EBITDA von 4,49 Milliarden Euro, Konzernergebnis 32% auf 2,26 Milliarden Euro, höhere Energiepreise, höhere Erzeugung, das hat gut funktioniert. Die Dividende soll bei 4,15 € liegen, 3,4 plus 0,75 Sonderdividende. Im Fall waren es 3,6. Und man sieht die Dividende als gesellschaftliche Verpflichtung, sagt der CFO Kollmann. Die Republik erhält eine Dividende in Höhe von 650 Millionen Euro auf Basis dieser Dividendenprojektion und Steuereinnahmen, Gewinnabschöpfung, da geht es in Summe um 1,2 Milliarden Euro Beitrag, die der Verbund da liefert. Das ist einmal nicht so schlecht. Herausforderungen bleiben groß. Die Erzeugung aus Wind und Photovoltaik sollen auf ca. 25% steigen. Man will auch die Abhängigkeit von Drittländern reduzieren. Ich glaube, das ist ein großes Thema dieser Tage und auch am Kapitalmarkt will man aktiv sein. Es könnte eine Anleihe kommen. Ich sage mal, zum Glück keine Kapitalerhöhung. Anleihe ist eine gute Sache. Bei Pira Mobility soll es eine tiefere Dividende geben. Uns vorgeschlagen werden 0,5 Euro nach 2 Euro im Vorjahr.
und das EBIT hat sich verringert um 32% auf 160 Millionen nach 235 Millionen im Vorjahr. Aber Pira Mobility davor mit einer Serie von Rekordumsätzen. Die Rosinger Group wird jetzt noch ein Unternehmen an die Wiener Börse bringen. Es ist wieder das Ziel Vienna im TF Direct Market oder Direct Market Plus. Es geht um die BSP Immobilien AG und Target Termin ist wahrscheinlich im zweiten Halbjahr 2024. Man hat ja bereits vor wenigen Tagen kommuniziert, dass mit der italienischen Regest ebenfalls ein Unternehmen im zweiten Halbjahr in den Vienna MTF kommen soll. Hot Pets ist ein deutscher Podcast und der ist sehr trading-affin und da wurde gestern spekuliert, wer denn Übernahmekandidat sein könnte. Da wurden drei Unternehmen genannt, unter anderem auch die österreichisch-französische Valneva, wo ja Pfizer bereits beteiligt ist. Risikohinweis natürlich an dieser und auch an allen anderen Stellen. Und finally habe ich noch Research. Newways hat die Hold-Empfehlung für den Flughafen bestätigt. Das Kursziel wird marginal erhöht und zwar von 57 auf 58 Euro. Bader Helvea bestätigt Kaufen für Semperit, geht aber mit dem Kursziel von 30 auf 21 Euro retour. Hinweis noch, eine Aktienanleihen 8,25% davon Raiffeisen Research mit drei Werten, die da mitspielen, die erste Group, die OMV und die Voestalpine, die wird zum Zeitpunkt der Folgenaussendung unter audio.cd.at/Zertifikate schon zum Reinhören sein, da ist heute Zeichnung statt. Morgen ist dann Verfallstag, März, wie gesagt, keine ATX-Änderung wird kommen und ein Tschüss für heute, sagt Christian Drastil.